Und da wären wir auch schon wieder. Es gab in der Zwischenzeit ein paar besorgte Kommentare. Und zwar zum einen, dass eventuell unsere Stromversorgung demnächst einbrechen könnte, weil wir doch ziemlich was an Fabriken, Forschungslaboren und was weiß ich gebaut haben in letzter Zeit. Das sollte ich also ein bisschen im Auge behalten. Wobei der Puffer echt genial aussieht. Und ja, das ist immer noch ein Langzeitprojekt, die da irgendwann zu ersetzen. Naja, wobei eigentlich eher mittelfristig. Also eigentlich könnte ich es gleich machen. Ja, die Dinger ersetzen war noch so eine Sache. Also Strom war das eine Problem, das auftaucht. Und zum anderen die genaue Platzierung von den Türmen. Also, ob ich die jetzt so lasse wie bisher, was gefährlich zu sein scheint, da die Topaz-Türme dann zuerst schießen und die Spucker, die gehen zuerst auf die, die sie zuerst angreifen. Und da das die Türme da sind, sollten die Spucker auf die Topaz-Türme gehen und nicht auf die dicken Türme. Das könnten wir verhindern, wenn wir das Ganze so timen, dass die Topaz-Türme so weit hinten sind, also wahrscheinlich irgendwo hier oder so, dass sie erst schießen, wenn die Spucker so nah dran sind, dass sie auf die Türme hier schießen. Ich weiß nicht. Also erstmal lasse ich so, wie es jetzt ist, und werde das Ganze im Auge behalten. Und sobald wir die ersten Topaz-Türme verlieren, dann mache ich mir Sorgen darum. Das wird langfristig eh kein Problem sein, weil sobald wir genug Topaz-Türme haben, also silberne, schrägstrich goldene vielleicht später, dann kommt eh nichts mehr lebend überhaupt nah genug ran, um zu spucken. Außer vielleicht eine Königin. Und dann haben wir so viele Türme, dass sie auch recht schnell niedergetackert wird. Dann noch ein Kommentar wegen den Fließbändern. Das ist zwar ja theoretisch eine ganz nette Idee ist, aber es doch viel einfacher wäre, wenn ich zwischendurch das hier mache. Und das stimmt. Das Ding ist nur, ich muss zwischendurch das da machen. Und die Fließbänder würden das Ganze dann umgehen. Allerdings sieht das dann besser aus? Nee. Also ehrlich gesagt finde ich, sieht das viel cooler aus, wenn hier überall Fließbänder sind. Idealerweise noch unterschiedlich schnelle Fließbänder. Also ja, ich bleibe erstmal bei der Fließband-Idee. Einfach nur, weil das wieder so einen Lavalampen-Trip-Effekt hat. Was ich ja doch ganz gerne mag. Und mit den Türmen, wie gesagt, gucke ich mal. So, was machen wir jetzt aber direkt? Ich wollte diese Folge eigentlich das mit den Magneten da unten abreißen. Das klingt soweit schon mal ganz gut. Und ich würde ganz gerne... Das mag jetzt ein wenig komisch wirken, aber ich würde gerne das hier wieder verschieben. Und zwar noch weiter nach unten, um den Komplex hier zu verdoppeln. Das habe ich nämlich vergessen bei dem ganzen Verschieben hier. Weil hier sind die normalen Forschungslabore, da sind die Replicator-Forschungsmodule und hier kommen die Modul-Forschungslabore hin, die ich aber anscheinend gar nicht in Auftrag gegeben habe. Achso, nee doch, Modules Lab, da. Brauch komisches grünes und pinkes Zeug, das hole ich gleich mal. Grünes und pinkes Zeug, das gar nicht hergestellt wird, weil... Electric Components fehlen. Warum fehlen die? Achso, das ist wieder so ein Ding, wo wir nur eine Fabrik von haben, oder wie, ne? 5 Stück. Ja, und die eine Fabrik hat gleich 2 andere Fabriken und nur der Überschuss weggebracht. Ja, okay. Gib mir mal... Den... Kopier das da. Und bau das mal... War hier irgendwas geplant? Nö, bau es mal dahin. So... ich hoffe mal, dass einer da reicht. Wird nicht reichen, okay. Oh, es zeigt gar nicht an, was es produziert. Das ist nicht so praktisch. Dann geh doch mal da und... Ach, was soll's, mach das da auch noch hin. Wenn wir davon definitiv genug haben. So, beschränkt seid ihr alle. Jo. Gut. Die Roboter sind auch noch mal rumfriemeln. Das heißt, ich zerstöre jetzt mal das komplette Ding hier. Ich muss mir nur merken, wir brauchen 2 Schmelzanlagen mindestens, um aus seltenen Erzen die Magnete zu machen. Ne, aus den seltenen Erzen die Platten zu machen. Und dann 2 Fabriken, um aus den Platten Magnete zu machen. Und das kommt alles weg.
Ehrlich gesagt kommt alles hier weg. Ja. Und dann hätte ich ganz gerne Drills, aber die besseren. Was fehlt da? Invar. Ach Gottchen. Ich glaube, Invar hatten wir noch nicht vorbereitet. Haben sie überhaupt schon mal forscht? Elektrum, Nito, was? Nitinol. Brauchen wir für Power Armor 5. Tu mir ja auch. Das braucht schon mal keine Lila-Tränke. Wäre also fast interessant. Ich gehe aber. Ne, das braucht für die anderen Forschungslabore. Und das sind Ditec-Roboter. Ja, was soll's, mach sie da. Was wollte ich jetzt? Ich wollte gucken, ob wir Invar hier unten schon haben. Aber nee, das da wird nicht Invar sein. Sondern Brass. Wo stellen wir Invar her? Gucken wir mal da. Brass, Bronze, Invar-Platten. Stellen wir hier in so einem Electric Smelting Alloy Smelting Ding. Brauchen Nickel und Eisen. Haben wir Nickelproduktion? Nö. Wo kriegen wir Nickel her? Nickel stellen wir hier in so einem Electrolyzer. Also so ein Ding. Ich hätte gerne 700 Flying Frames. Ich hätte gerne. Davon welche? Die sollten eigentlich noch irgendwie im System sein. Genau, dankeschön. Wo seid ihr jetzt? Da seid ihr jetzt. Blub und blub. Warum genau seid ihr so weit unten und nicht einen Block höher, damit ihr auf derselben Höhe seid wie die da? Gute Frage. Reißt die Jungs mal ab. Und setzt sie einfach einen Block höher wieder hin. Ja. Abreißroboter, ihr habt zu tun. Achso, okay. Die kann ich auch kurz selber entfernen. Nimm. Rest müssen die Logistikroboter machen. Nein. Wow, was bist du? Hab dich erwischt. Du, wo bist du? Du bist so alt, dass du nicht im Inventar richtig auftauchst. Nein, da, du bist ein uraltes Construction Bot, wo auch immer du herkommst. Und die Construction Bots machen die Kisten leer, wenn sie das X haben. Ich wäre irgendwie davon ausgegangen, dass die Construction Bots nur dafür da sind, die Kiste aufzuheben und die Arbeit, die Kiste leer zu machen, an die Logistikbots delegieren. Tun sie aber nicht. Na gut, ist auch nicht so wirklich super interessant. Aber und du bist fertig. Ja, Elektrum. Erforscht mal. Werden wir irgendwann auch brauchen. Wahrscheinlich sogar ziemlich bald. Und wo ich gerade hier am Abreißen bin, ich wollte das Ganze eh nach unten versetzen, ne? Gib mir. Das mal weg. Und gib mir MK1 Furnace, wenn wir davon noch welche haben. Als Platzhalter, damit ich weiß, wo ich was hinbauen soll. Was war mit Resin? Resin. Können wir aus Schweröl herstellen? Ich glaube, darauf schwenke ich auch wieder um. Hier können wir nämlich den ganzen Kladderadatsch hier wegklatschen. Ah, da sind die Schmelzöfen. Gut. Ich hätte gerne einen Abstand. Dann kommt Ärmchen, Kiste, Ärmchen. Und dann müssten. Haben wir Stromabdeckung bis hier hinten? Ja, haben wir. Weg. Das. Ja. Das hier weg. Das kann ich, glaube ich, gar nicht abreißen. Da müssen wir hier irgendwas machen. Sure, very sure, nein. Gar keine Ahnung. Settings.
Pilz. Nein. Ich mag den Cursed-Mod echt nicht. Also ja, es ist ganz schick, dass es Sachen verdoppelt. Auch wenn das tierisch überpowered ist und, ne, so Zeug. Es ist aber halt irgendwie schön, dass man aktiv was machen kann, um seinen Charakter weiterzuentwickeln. Aber da sind so viele komische Sachen bei. Und teilweise so komisch programmiert, das ist echt ein bisschen... Na gut. So, Schmelze, Schmelze, Schmelze. Schmelze, das heißt auf... Schmelze, Schmelze. Gehen wir mal eine runter und kopieren das Ding. Ja, hier theoretisch hin. Was ist mit hier? Den Platz hier nutzen wir gar nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Weg, weg, weg. Warum waren da 50... Ach du gute Güte. Das war wohl mal die Holzherstellung. Da war was. Oh nein, das tue ich jetzt nicht. Die armen Roboter. Nimm das Blueprint jetzt endlich. Setz das hier hin. So. Dann stellen die hier die Sachen her, die hergestellt werden müssen. Das kann auch alles weg. So. Gott. Nur haben wir jetzt, glaube ich, keine Electrolyzer im System. Das heißt, ich schmeiß die kurz hier rein. Das ganze Resin. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen hin und her laufen. Die sind immer noch dabei, das System. Oh. Ja, werden sie auch eine Weile dabei sein. Hm? Ja, wobei es sind gar nicht mehr so viele Kisten. Ja, das wird hoffentlich demnächst gemacht werden. Das heißt, wir haben hier Platz für ganz viele neue Schmelzen. Das ist schön. Ich gucke mal, ob wir irgendwelche MK2-Schmelzen noch da haben. Wenn nicht sogar MK3. Können wir MK3 überhaupt schon bauen? Nö. Also unwahrscheinlich. Da ist MK2. Wie ich das Ganze denn später anordne, also wo Stahl ist, wo Glas, wo was weiß ich denn ist, das müssen wir dann gucken. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne nur die da. Das ist das Falsche. Nimm. Hier, Stahl. Die arbeiten gerade gar nicht, kann das sein? Stahl ist voll. Gut, wir haben doch kein Stahlproblem. Und Tin ist keins mehr vor. gut, kopiere einfach diese Mischkisten, die wir hier haben. So. Und mach die nach da und nach da. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch Platz. Brauchen wir alles gar nicht. Habe ich mir viel zu viele Gedanken gemacht. Warum? Ich habe die... Da. Da. So. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Du. Wir brauchen jetzt noch Invar und Elektrum und was weiß ich. Nickel. Stellt Schwefelsäure her. Ich kann es auch irgendwie ohne Schwefelsäure herstellen. Und es braucht Wasser. Sowas. Und... was? Und es braucht Sauerstoff. Ja, O2 brauchst. Ich mag die Nickelherstellung nicht. Meh. Gut, wie kriegen wir jetzt Sauerstoff? Kriegen wir bestimmt auch hier irgendwo her. Genau, Wasser zu... Wasserstoff und Sauerstoff. Mhm. Das heißt, wir wechseln dich mal um, machen die Kisten da weg. Machen jetzt eine Verbindung mit Rohren. Wir werden irgendwo angegriffen, aber das hält sich. Gut, bau Rohr. Da. Unterirdische Rohre. Und verlang mal so ein Wasserpump-Dings. Das da. Aber wobei, mach gleich ins Feier. Wir müssen auch welche vorrätig haben. Und einer nur für den Fall. So, weg. Ja, machen wir ein paar.
So, du stellst bitte Wasser, ja? Du machst das nach da. So. Dann brauchst du ebenfalls eine... Na gut, hier ist Ölgeschichte. Das heißt, hier muss das Muster eh nicht in Ordnung sein. Du machst ebenfalls Wasser. Rohre? Rohre. Das verbindest du damit. Und den Wasserstoff. Ich hab's irgendwie im Hinterkopf, dass wir Wasserstoff nutzen können für einen Generator. Wahrscheinlich für einen Fusionsgenerator. Oder ob ich damit noch nicht auskenne, werde ich das Ganze erstmal in die Void schicken. Wobei der ein oder andere jetzt auch schreien mag, aber es ist halt nur Wasserstoff, das kriegen wir schon hin. Ist ja doch recht häufig das Zeug, nicht?